Bin ich wieder und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Jetzt geht es um die Verlosung von meinem Style and Talk Video, was ihr ja gerade gesehen habt, vom Teil 1. Jetzt geht es weiter mit Teil 2 und ich möchte euch zu Weihnachten eine Freude machen. Es ist ja bald Weihnachten, also nehmen wir natürlich den Hashtag Weihnachten. Und ich verlose 3 Weihnachtspakete mit, ja, ein bisschen Schnick, ein bisschen Schnack, naja. Mit einfach schönen Sachen. Ich hoffe, ihr freut euch drüber und wenn ihr mitmachen wollt, steht alles unten in der Infobox, was ihr machen sollt. Und wie gesagt, Hashtag Weihnachten, ne? Dann seid ihr sowieso dabei und diesmal wird es 3 Gewinner geben. Und ich habe Paket Nummer 1. Im Paket Nummer 1 ist von Deluxe Caring Sensation luxuriöses Raumduftset mit baumartigen Diffusorblättern für ein langhaltiges Dufterlebnis. Das ist in eurem Paket Nummer 1. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, also es gibt 3 Pakete, ne? Deswegen sage ich es, das ist jetzt im Paket Nummer 1. Dann haben wir noch da drin ein kleines dekoratives, ja, weihnachtliches Häuschen mit etwas Glitzer drauf. Und was ich sehr schön fand, das ist auch mit in dem Paket drin. Dann haben wir etwas zum Anhängen. Das kann man an einen Baum hängen oder ans Fenster hängen oder an die Tür hängen. Das fand ich sehr schön mit so einem weihnachtlichen Motiv drauf. Das ist auch mit in der Box enthalten. Dann haben wir noch in der Box von Profissimo ein naturreines ätherisches Öl Orange. So ein Duftöl, also das liebe ich immer zur Weihnachtszeit auch so. Zur Weihnachtszeit natürlich weihnachtliche Düfte, aber so im Jahr geht auch, ne? Was anderes. Und last but not least ein Weihnachtskaffeebecher, den ich euch mit in die Box packe. So, da habe ich euch dann die erste Box gezeigt. Die packe ich dann wieder ein, bevor mir hier irgendwie was flöten geht. Das ist schon mal die erste Box, die ihr gewinnen könnt. Halt! Du kommst auch noch mit da rein. Du auch. Oh. Was packen wir denn mit da rein? So, die erste Box. Dann kommen wir zur zweiten Box. Die zweite Box beinhaltet. Muss ich mal eben rausnehmen hier. Die zweite Box beinhaltet eine Duftkerze in, ich glaube, das war Apfelzimt. Hm? Die ist in der zweiten Box mit enthalten. Dann haben wir so einen dekorativen, dicken Elch. Der kommt mit in die zweite Box und ja, den könnt ihr euch dann jetzt in der Weihnachtszeit schön als Deko hinstellen. Dann habe ich ein weihnachtliches Glas. So mit so kleinen, süßen Nikoläusen drauf. Die Das Glas ist mit in Päckchen 2 enthalten. Dann habe ich hier eine LED-Lichterkette. Genau, die mit so Sternchen und die ist mit in der Box 2 enthalten. Muss ich mal gucken, dass ich die wieder reinkriege. Und dann habe ich noch, genau, und mal eben. Habe ich noch ein LED-Windlicht. Ja, das sieht dann so aus. Das ist in der zweiten Box enthalten. Und ja, ich hoffe, ich habe euren Geschmack so etwas getroffen, was ja, so weihnachtliches Gedöns angeht. Ja, man muss ja immer gucken, ne? Man weiß es ja nicht. Der eine findet es toll, der eine eher nicht. Und naja. Genau, das war Päckchen Nummer 2. Dann das letzte Päckchen, Nummer 3. So, da habe ich drin eine Glocke. Das ist so eine Glocke zum Hinhängen. Ich finde die schön unterm Dach. Unter der Decke oder irgendwie sowas, ne, würde ich sagen, macht die sich richtig gut. So schönes, glitzerndes Rot. Die ist in Paket 3 enthalten. Dann habe ich in Paket 3 noch ein wunderschönes Windlicht. So sieht es aus. So von innen. Was ihr in Paket 3 gewinnen könnt.
Dann habe ich ein Parfümöl Zimt, auch so ein Duftöl. Das packe ich mit dabei. Dann einen Stern. Stern? Doch, einen Sternanhänger, ne? Ein Sternanhänger fürs Fenster auch oder für die Tür oder so. Das kann man sich dann schön dekorativ auch dahin hängen. Und Nummer 5 habe ich hier so, ja, das sind drei, ich würde sagen, Weihnachtselche mit drei so Puscheln am Popo. Das war der Inhalt vom Paket Nummer 3. Ich hoffe, die Pakete gefallen euch. Und ja, wenn ihr mitmachen wollt und eins von diesen Paketen gewinnen wollt, dann schreibt mir einen netten Kommentar unter dieses Video mit dem Hashtag Weihnachten. Und dann landet ihr schon im Lostopf und gewinnt vielleicht eines von den 3 Weihnachtspaketen. Genau. Ja, und somit bin ich dann fertig für heute und wenn euch dieses Video auch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen und ja, wenn ihr wollt, abonniert mich und dann seid ihr immer auf dem Laufenden und wenn die nächste Verlosung kommt sowieso und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt mir alle gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich freue mich wieder drauf, also macht es gut, bis dann, eure Steffi.